So, guten Tag, dieses Video erläutert das Zweierkomplement. Als interne Rechenmethode im Computer ist das. Hier werde ich erklären, warum eine minus 1 nicht einfach als minus 0,0,0,0,0,0,1 gespeichert wird, sondern warum dies anders geschieht. Es gibt ganze Zahlen. Die ganzen Zahlen gehen von minus Tausende, natürlich von minus unendlich, über die Null bis plus unendlich. Beispiele für ganze Zahlen sind minus 2, minus 1, 0, 1, 2 und so weiter und so weiter. Ganze Zahlen gehen, wie ich schon gerade gesagt habe, auf dem Zahlenstrahl von minus unendlich über die Null bis plus unendlich. Sozusagen die eine Hälfte dieser ganzen Zahlen ist positiv, die andere Hälfte negativ. Die negativen ganzen Zahlen sind diese Zahlen. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 bis minus unendlich. So, im Folgenden werde ich erklären, wie solche negativen ganzen Zahlen im Computer intern gespeichert werden. Weil ich nun nicht unendlich viele Zahlen einzeln behandeln kann, beschränke ich mich hier in diesem Video auf ein 8-Bit breites System. Man könnte heutzutage gerne auch 64-Bit nehmen. Man könnte nämlich, wenn man wollte, 16-Bit zugrunde legen oder 32-Bit oder 64-Bit. Wenn Sie heutzutage Windows 7 oder 8 oder ein anderes aktuelles Betriebssystem haben, dann haben Sie entweder 32-Bit oder 64-Bit. So, ich beschränke mich in diesem Video auf 8-Bit. Im Computer besteht alles aus 1 und 0. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Man könnte auch sagen, aus Strom fließt nicht. Im Computer besteht alles aus Strom an, Strom aus. Alles, was man sich denken kann, ist nichts als das. Und auch ganze Zahlen sind davon nicht ausgenommen. So wird zum Beispiel die dezimale 1 folgendermaßen im Computer gespeichert. Da ist die dezimale 1. Das trifft jetzt zu, wenn man von 8-Bit ausgeht. Dabei nennt man jede Speicherstelle Bit. Ein Bit. Und es gibt in diesem System auch höher- und geringerwertige Speicherstellen. Das liegt daran, dass jedes Bit einen Stellenwert besitzt. Also, das erkläre ich noch ein bisschen genauer. Im Fall, dass wir nur positive ganze Zahlen speichern wollen, ist es etwas einfacher. Wir können ja zur Erklärung jetzt einmal annehmen, es gäbe nur positive ganze Zahlen und die Null. Und es gäbe nur 8 Bits. Dann braucht man Folgendes. Dann braucht man die 0. Oben ist die 0. Dann braucht man die 1. Und so weiter. Das geht dann so weiter. Bei 8-Bit haben wir Platz für die Zahlen 0 bis 255. Das Bit mit dem niedrigsten Wert ist das hier grün dargestellte. Das hat sozusagen den Wert 1. Und das Bit mit dem höchsten Wert ist hier rot, also ganz links. Und das hat den Wert, das müssen Sie jetzt mal glauben, 128. Wenn wir aber in der Realität auch negative ganze Zahlen haben und sogar auch mit ihnen rechnen, was wir ja können, dann sieht die Sache etwas komplizierter aus. Jetzt kommt noch dieser Hinweis, im Computer auf der untersten Ebene gibt es kein Vorzeichen, kein Minus. Was hat man sich da wohl einfallen lassen? Ganz einfach, das Vorzeichen ist auch eine 1 oder eine 0. Das Minus ist in dem Fall eine 1. Man nimmt tatsächlich für das Vorzeichen einfach immer das Bit mit der höchsten Wertigkeit, also hier ganz links. Es gibt also im Computer ein besonderes Bit und das ist das Vorzeichen-Bit. Dieses Vorzeichen-Bit ist dieses rote hier. Ich werde im Folgenden alle Vorzeichen-Bits rot darstellen.
Das Vorzeichenbit ist entweder 0 oder 1, wie schon gesagt. 0 ist es bei den positiven ganzen Zahlen und bei der 0, Dezimal 0. 1 ist das Vorzeichenbit bei negativen ganzen Zahlen. Hier ist nur ein Beispiel für eine negative ganze Zahl unten. So. Es gibt unter anderem drei wichtige Methoden, wie negative ganze Zahlen im Computer gespeichert werden. Die Vorzeichenbetragdarstellung, das Einerkomplement und das Zweierkomplement. Dazu komme ich aber jetzt. Im Folgenden werde ich nämlich diese drei Methoden vorstellen. Ich werde sagen, welcher Zahlenbereich abgedeckt wird und was es mit der Null auf sich hat. Jetzt zu den drei Methoden. Methode 1 ist die Vorzeichenbetragdarstellung. Hier gibt es zuerst das Vorzeichenbit, das ist ganz links, und dann den Betrag, die eigentliche Zahl, die ist dann weiter rechts. Zur besseren Veranschaulichung nehmen wir jetzt mal einen Wert. Wir nehmen mal die 77. So, das hier ist das, nämlich, siehst hier oben die 77, ist das hier, und wenn jetzt jemand ein bisschen binär weiß, dann kann er das schon sehen. 1 und 4 und 8 und 64, das ist genau 77. So, jetzt machen wir das mit der minus 77. Was ist das? Hier unten ist die minus 77 in dieser Methode. Und zwar wird die Zahl, der Betrag der Zahl einfach abgeschrieben von der 77, von der plus 77. Nur das Vorzeichenbit hat sich jetzt geändert, das ist jetzt eine 1. Welcher Zahlenbereich wird bei dieser Methode abgedeckt? Der Bereich heißt minus 127 bis plus 127. Das ist Dezimal. Dezimalzahlen sind das. Und die 0, zunächst einmal ist die 0 einfach alles Nullen. 8-Bit haben wir, wissen Sie schon, ne? 8-Bit haben wir zur Verfügung. Folglich ist die 0 8 Nullen. Aber es gibt jetzt leider noch eine zweite 0. Auch 0 ist das hier. 1 0 0 0 0 0 0 0. Und das ist jetzt richtig unschön, dass es eine zweite 0 gibt. Es ist ja ein bisschen Verschwendung von Speicherplatz. So, das Dilemma lösen wir aber am Ende. Methode 2. Methode 2 ist das Einerkomplement. So, jetzt ist wieder binär die 77 oben. Das haben wir schon. 64 plus 8 plus 4 plus 1 ist 77. Und die minus 77, hier ist es jetzt ein bisschen anders. Alle Werte werden bei dem Einerkomplement umgekippt, invertiert. Also, was heißt invertiert? Die Einsen werden alle zu Nullen, die Nullen werden alle zu 1. Der abgedeckte Bereich minus 127 bis plus 127. Und die 0. Die 0 ist wieder zunächst alles Nullen. Und eine zweite 0 gibt es auch. Wieder unschön. Das ist wieder ein bisschen Platzverschwendung. Jetzt kommt aber die Lösung der Probleme. Das Zweierkomplement. Das ist wieder die 77. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. 64 plus 8 plus 4 plus 1. Und die, darunter die minus 77 ist jetzt noch nicht fertig. Das müssen Sie mir jetzt mal glauben. Denn die müssen wir ausrechnen, die 7, minus 77 müssen wir ausrechnen. Wir müssen erst alles invertieren, alle Bits umkippen und wir müssen 1 addieren bei dieser Methode. Das ist immer so beim Zweierkomplement. Nochmal ganz langsam, ich kippe alle Bits um. Wie man hier sieht, die 1 wird zur 0, die 0 zur 1 und so weiter. Und ich addiere mit 1. Also genau 1 dazu. Ganz rechts ist dann die 1 dazu addiert.
Und dann haben wir das richtige Zweierkomplement. Dann haben wir minus 77 am Ende. Und der Bereich, der abgedeckt wird, ist minus 128 bis plus 127. Und zum Thema 0. Wir bekommen jetzt die 0, wie wir sie uns immer gewünscht haben. Ich verspreche Ihnen, es gibt keine zweite 0. Aber wie das sein kann, das möchte ich jetzt hier erklären. Wie kann das wohl sein, dass die überzählige 0 weg ist? Das werde ich jetzt ausführlich erklären, warum die zweite 0 wegfällt. Die hier vorgestellte Zweierkomplementberechnung lässt sich mit jeder ganzen Zahl machen. Also auch mit der 0. Bilden wir doch das Zweierkomplement von der 0. Die 0 ist hier oben links zu sehen. Binär ist die 0 immer einfach alles 8 Nullen, wenn wir 8 Bits haben. Wir müssen, um das Zweierkomplement zu bilden, alle Bits umkippen. Ja. Umkippen müssen wir. Das sieht dann so aus. Alle Nullen werden zu Einsen, wenn man alles invertiert, also umkippt. Und wir müssen noch 1 addieren. Und das ist jetzt eine längere Rechnung, eine ganz lange Kette von Additionen. Es geht los. 1 addieren. Das rechne ich jetzt ganz langsam vor. Ich mache mal nur die Addition hier schön. 1 und 1 ist 1, 0. 1, 0. Wie kommt das? Was habe ich gemacht? Im Binärsystem gibt es ja keine 2. Also müssen wir 1, 0, das rote, was hier ist, müssen wir aufschreiben. Wir können niemals eine 2 aufschreiben. Das geht nicht. Also so ist es richtig. 1 und 1 ist wieder 1, 0. Wir gehen jetzt weiter nach links. Immer weiter, immer weiter. 1 und 1 ist das Grüne hier. 1, 0, das Rote. 1 und 1 ist 1, 0, das Rote. Jetzt sind wir schon hier bei der 5 und bei der 4. Wertigkeit 5, Wertigkeit 4 sozusagen. 1 und 1 bei der 5 ist 1, 0 hier bei der 6 und bei der 5. 1 und 1 bei der 6 ist 1, 0, 7 und 6. 1 und 1 bei der 7 ist 1, 0 bei der 8 und bei der 7. Und jetzt geht's los. 1 und 1 ist auch wieder 1, 0. Jetzt sind wir bei der 9 und bei der 8. So, was machen wir bei der 9? Das ist jetzt eine Überraschung, ein bisschen. Die 1 ist einfach 1. Das Ergebnis ist also eine 1 in der 9. Zeile da ganz links. Wir sind jetzt beim 9. Bit angekommen. Aber jetzt kommt das, was Sie jetzt vielleicht überraschen wird. Man kann das 9. Bit gar nicht speichern, wenn man nur 8 hat. Also fällt das 9. weg. Die 1 fällt wirklich einfach weg, ja. Das 9. Bit wird einfach mal abgeschnitten. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, wir haben eine super 0 und das ist jetzt wirklich positiv. Es gibt wirklich nur eine 0 beim Zweierkomplement. So.